Ganz nebenbei einfach mal so random Fact, wenn man es gut kann, kann man auf diesem kleinen Abschnitt hier tatsächlich einen Speedbooster aufladen. Aber das ist gerade was, was ich noch versuche zu lernen, auf diesem kleinen Abschnitt da. Weil man das bei einer Stelle braucht in einem Hack, den ich gerade spiele. Und ja, das wird das wird lange Übung erfordern. Es ist unglaublich, finde ich, wie weit man das Ganze hier noch an die Spitze treiben kann. Wie ausführlich die Profis und die Speedrunner und ja, auch die Leute, die vielleicht Hacks regelmäßig spielen oder so, keine Ahnung, ob es dann eine separate Community gibt. Ich denke mal, das ist eher vermischt bei so einem doch eher kleineren, also doch eher einem Spiel mit einer kleineren Community. Ja. Moment, gehe ich jetzt wieder nach unten? Ja, so ein Rundweg ist eigentlich immer toller, oder? Nee, eigentlich ist es ist Schwachsinn, einen Rundweg zu gehen. Das andere geht schneller. Demnach tut's mir leid. Aber egal. Ja, kann ich jetzt noch irgendwas zu dem Current Randomizer sagen? Ja, wie gesagt, am Anfang gibt es ein paar Item-Spots, die häufig besetzt sind mit großen Items. Es ist sehr interessant, wie das programmiert wurde, weil da muss man echt viele Eventualitäten berücksichtigt haben. Gerade auch so die Abstimmung von Powerbomben auf große Items, weil, wie gesagt, man muss am Anfang ja eben aufpassen, hat der Spieler überhaupt eine Möglichkeit, Bombenblöcke kaputt zu machen. Und ja, wenn man zum Beispiel als Spieler nicht checkt, dass man mit der Screw Attack Bombenblöcke aufmachen kann oder mit dem Speed Booster zum Beispiel sowas auch umgehen kann, dann hat man es echt schwierig. Und deshalb sollte man schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was wissen. Sonst hat man da durchaus Probleme. Gibt's hier schon Gegner? Ne, hier gibt's noch keinen. Die drei kommen erst da drüben. So, jetzt können wir mal zeigen, wie lange der normalerweise braucht. Aber gut, ja. Es geht eigentlich, aber dadurch, dass ich mit einer Powerbombe schon erwischt habe davor, verfälscht das natürlich ein wenig. Ah, fuck. Okay. Wir machen immer noch gut Schaden. Und sich zweimal treffen zu lassen. Ich meine, die Gegner haben nicht so ein wahnsinnig einfaches Bewegungsmuster. Also, wenn man es jetzt analysieren würde, würde man denken, okay, das Bewegungsmuster ist so simpel, da kann man immer ausweichen. Aber irgendwie... Die Dynamik reicht bei mir da meistens nicht. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich da zu wenig beweglich bei sowas, aber keine Ahnung. Das ist auch das, was ich in Metroid quasi am wenigsten kann. Gegnermuster irgendwie versuchen zu umgehen und da keinen Schaden mitzunehmen. Ja, der Anfang hat es jetzt ein bisschen lange gestaltet. Das, ja, war zwangsläufig jetzt der Fall, wegen, keine Ahnung, den wenigen Energietanks, die wir haben. Kann sein. Beziehungsweise ja den Versuch, Sachen zu skippen. Im Originalspiel haben wir ja auch nicht wirklich mehr Energietanks zu dem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz... Oh, ich hätte auch oben den anderen Weg gehen können, fällt mir da auf. Weil jetzt gehe ich hier den Weg und den hätte ich oben ja sowieso... wir machen das mal wieder so. Trotzdem Space Jump, der ihm das Ganze schon vereinfacht. Wow. Wenn man ihn kann. Ey, den Space Jump ohne den High Jump, ich finde ihn so komisch gerade. Also mit dem Highjump geht er meistens, aber du darfst halt nie an der höchsten Stelle versuchen abzuspringen. Deshalb immer schön, ja, wow, immer schön zum Morphball machen in der Luft, das hilft am meisten. Das sind eben so die Nachteile, wenn man mit Controller spielt. Das erkennen die meisten, denke ich, schon relativ schnell, wenn man mit Controller spielt, dass das dann eben der Fail deswegen ist, weil man eben unten und rechts nicht so klar voneinander getrennt hat wie auf dem D-Pad. Aber ich muss auch sagen, leider ist das D-Pad von der Xbox echt... beschämend. Es ist halt auch nichts, was dafür ausgelegt ist, großartig benutzt zu werden. Das muss man auch sehen. Dementsprechend kann man es vielleicht nachvollziehen. Aber ja, es ist immer wieder ein bisschen schade, wenn man dann damit versucht, durchzukommen. Oh. Ja, also ein bisschen aufpassen sollte ich. Weil so wahnsinnig viel Energie haben wir jetzt nicht. Ja, sehr schön, danke. Bisschen angenehmer. So, ab 3 Energietanks würde ich sagen, ist das Ganze auch relativ safe, aber bis dahin muss man halt ab und zu mal schon so ein bisschen bangen. Oh ja, okay, gut, danke, damit sind wir durch. Sehr schön, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Itemverteilung hier, wie die Itemverteilung hier generiert wird, ob wir auch für jedes Item dieselbe Wahrscheinlichkeit haben für jedes kleine. Die großen, die dürfen ja natürlich nicht auf Wahrscheinlichkeiten gehen, sondern die sind... Ja, ziehen ohne zurücklegen quasi. Weil, wenn ich zweimal ein großes Item finde, wäre das nicht so wahnsinnig toll. Ich speichere trotzdem auch hier nochmal.
Allein aus dem Grund, weil man ja da oben nochmal so ein paar große Gegner hat. Eine Sache, die ich noch anmerken möchte, ist, wenn ich hier oben rechts jetzt zum Rackchip gehen würde. Das Rackchip ist in dieser Art Randomizer sehr viel lukrativer zu besuchen. Kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen? Nehmen wir mal kleine Raketen. Ja, das schickt auch. Wow. Zwei große oder drei kleine? Hätte nicht gedacht, dass das so wahnsinnig egal ist. Krass. Also, dass die Supermissile so viel weniger Schaden machen. Okay. Sollte man vielleicht häufiger mal die kleinen einsetzen. Die, keine Ahnung, gehen bei mir immer so unter, weil ich denke, ja, die machen so wenig Schaden. Aber im Endeffekt ja offenbar nicht. Ja, das Rackship ist viel lukrativer geworden, allein weil man sehr viel mehr kleine Items als große Items da hat im Originalspiel. Und deshalb ist es im normalen Randomizer eben nicht so lukrativ, wenn man maximal zwei große Items finden kann. Aber in dieser Art von Randomizer muss man ja positiv hervorheben, fürs Rackship positiv, dass man bei den kleinen Itemspots jetzt ja auch große Items finden kann. Und ja, kleine Itemspots sind da gar nicht mal so selten. Also da kann es schon häufiger mal welche geben, die man mitnehmen sollte. Dementsprechend ja, ist in dem Randomizer, glaube ich, im Wesentlichen empfohlen, dass man ins Rackchip relativ früh gehen sollte. Was man durchaus verstehen kann unter dem Aspekt, wenn man da auch relativ simpel dann wahrscheinlich große Items finden kann. Ja, und warum sollte man das dann nicht mitnehmen? So, hier das ist im Prinzip alles... Wow. Ist im Prinzip jetzt mit dem Space Jump eine ganz gute Sache. Wenn man denn nicht von irgendwas aufgehalten wird. Mit dem Space Jump hier einfach rüber zu springen. Ist eigentlich immer ganz gut. Relativ vorteilhaft. Braucht man sich nicht mit einem Endless Bomb Jump abmühen. Also wenn ich den Space Jump früh finde, gehe ich hier eigentlich immer relativ gerne hin. Weil es keine wirklichen Umstände macht, dann hier rüber zu kommen. So ein bisschen Energie verliert man natürlich immer, hat man jetzt gesehen, auch wieder ein Energietank, aber wenn man dafür sogar noch einen kriegt hier, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ja, ja, um nochmal auf was anderes zurück zu sprechen zu kommen, ich habe jetzt heute an einem schönen Sonntag mal wieder die Aufnahme gestartet. Sonntage sind bei mir immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber Sonntage sind immer so gammelig. Man denkt sich, ja, okay, jetzt habe ich zwar noch frei, aber morgen nicht mehr. Und jetzt habe ich auch nicht wirklich Zeit, noch großartig was zu machen. Und ja, dadurch, dass ich meine Freizeit da sowieso nicht so wahnsinnig positiv wahrnehme, schiebe ich da auch meistens dann die Uni-Sachen hin. Und die meisten Schüler ja auch die Hausaufgaben. Also, seien wir mal ehrlich, wer macht die Hausaufgaben freitags abends oder sonntags mittags? Ja, also, da gibt es schon Unterschiede. Und wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht. Wir haben immer noch keinen Reserve Tank gefunden, fällt mir auf. Krass. Eigentlich, ja. Ja gut, auch das kann natürlich auch sein, dass im Easy Mode hier die Reserve Tanks relativ geringere Wahrscheinlichkeit besitzen. Im Vergleich zu den... Nein, vielleicht im Vergleich zu den anderen großen Items. Kann man ja auch nachvollziehen, weil Reserve Tanks bringen einem einfach nicht viel. Noch ein E-Tank. Okay. Also hier sieht man natürlich, wenn ich jetzt erst hier lang gegangen wäre, hätte ich mir die Passage mit den ganzen großen Sidehoppern, also den großen grünen Viechern, deutlich einfacher machen können. Aber ja, habe ich halt nicht gemacht. Ist dann halt so. So, hier den würde ich ganz gerne... Wow. Wow. Würde ich ganz gerne noch besiegen, weil die immer eine Supermissile geben. Oder weitestgehend, zumindest wenn man noch welche braucht. Eigentlich immer und ja, naja. Mit dem Speed Booster und dem Various, ach Quatsch, ja, Speed Booster, Various Suit und dem Space Jump vor allen Dingen sind wir aber schon sehr gut ausgerüstet. Ich denke, da braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, dass da noch großartig was schief gehen sollte. Das Einzige, was natürlich noch sein könnte, ist, dass wir den Gravity Suit erst relativ spät finden und dementsprechend dann so ein bisschen Probleme im Rackchip kriegen könnten. Aber ja, Suitless Meridia sollte es eigentlich nicht geben im einfachen Modus. Das wäre höchst seltsam und ja, das glaube ich einfach mal nicht. Trotzdem ein bisschen schade, dass wir so wenig kleine Items dann finden. Also was heißt so wenig kleine Items, aber so vergleichsweise unsinnige kleine Items. Was gibt ihr so? Energie? Ja. Bisschen was Schöneres hätte ich mir schon gewünscht. Aber egal. Ja, der High Jump, die High Jump Boots wäre noch ganz praktisch, weil ich dann nicht mit dem Space Jump die ganze Zeit verkacken würde.
Damit könnte man auf jeden Fall leben. Ich speichere an der Stelle nochmal, man weiß ja nie, was passiert. Nicht, dass ich am Ende dann mit, keine Ahnung, mit zwei Powerbomben in einem Gebiet stehe, wo ich nur mit drei Powerbomben wieder rauskomme. Sowas sollte ich vermeiden. Mit Supermissiles ist das eigentlich meistens kein Problem, weil wenn man da einmal einen Hinweg hat, hat man den Rückweg fast auch immer. Und wenn, dann fehlt einem eigentlich nur eine Supermissile. Also, es ist meistens relativ dankbar. Ah, sogar eine Rakete. Krass. Ja, nicht wenn ich so spiele. Okay. Dass da sogar alle noch hingekommen sind. Die wollten mich unbedingt. Ja. Aber an so einem schönen Sonntag kann man auch, finde ich, mal aufnehmen. Ich weiß nicht, das passt irgendwie auch besser. Warum, kann ich nicht so genau sagen, aber gut. Es passt. Keine Ahnung. Und hier gibt es immerhin ein paar Super-Missiles. Das ist okay. Ob man... Nee, okay, das funktioniert nicht. Ich wollte gerade mal schauen, ob man vielleicht gegen Crate auch einen Speed-Booster anwenden kann, aber... Ne? Ich würde ganz gerne mal hier durchscheinen, Spark. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Habe ich noch nie gemacht. Das zieht auf jeden Fall massig Energie ab. So viel können wir wahrscheinlich sicher sein. Na, okay, es ist Hältchen Grenzen. Also, man kommt halt nicht sonderlich weit. Und das Auge hier ist auch ein bisschen tückisch. Dass sich immer nur öffnet, wenn man nicht so weit wegsteht. Und eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit hat. So, Crate, dann zeig mir, was du kannst. Charge Beam haben wir immer noch nicht. Das heißt, wir müssen quasi mit Missiles den guten Crate vortriggern, würde ich sagen. Okay, immerhin schon mal zwei Treffer gesetzt. Das ist natürlich auch ein bisschen kritisch immer, wenn man den Charge Beam nicht hat, dass man dann eben nicht seine Muni gegen die Bosse verliert. Bei Crate ist das noch kein Problem, weil der durch seine... Ja, durch genau diese Dinger, die ihn eigentlich immer treffen, aber immer wieder auch Munition ausspuckt. Das ist dann immer relativ vorteilhaft. Okay. Und der letzte. Tschüss. Badam, bam, 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 bam. So, jetzt haben wir wenigstens noch wieder ein paar Supermissile zur Verfügung. Naja, fünf Stück. Ist jetzt auch nicht so die Masse. Und mehr Energietanks. Ja. Also, es wurde sich ja teilweise im letzten Randomizer schon ein bisschen beschwert von eurer Seite, dass ich so wahnsinnig viele Energietanks einfach krieg. Aber ja, gut. Mein Gott, die Randomizer sind meistens so. Bei dem hier ist es jetzt ein bisschen verwunderlich. Am Anfang haben wir irgendwie gar keinen bekommen und dann später massig viele. Also, es war ein bisschen unbalanced, würde ich sagen. Aber gut, kann man nichts machen. Och Mann, jetzt muss ich den echt noch besiegen. Ich wollte ganz gerne hier auch mit einem Shine-Spark dann mal nach links, aber es hätte, glaube ich, auch nicht viel gebracht. Da wäre ich hier voll gegen die Wand gegangen, ja. Ja, das ist interessant zu wissen. Weiß ich nämlich nie, wie viel man mit Shine-Sparks tatsächlich so machen kann. So an Ort skippen kann. Ja, bei Speedruns tatsächlich dann auch sinnvoll verwerten. Das sind auch so Sachen, ich glaube, ich müsste mich schon mal probieren an einem Metroid-Speedrun. Also wirklich so probieren, dass Leute, die das wirklich häufig machen, wirklich drüber lachen würden, aber ja, keine Ahnung. Die Strats halt mal probieren, ja. Das wird ja vielleicht schon reichen. Man muss dann ja sich nicht hinsetzen und wirklich einen machen, mit dem man dann halbwegs zufrieden ist am Ende, weil das wird wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern. So wie ich mich kenne, wenn ich irgendwas Zeitfahrmäßiges mache und irgendwo noch einen Fehler sehe, bin ich unzufrieden. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Eigenschaft, die man in der Hinsicht haben sollte, weil bei Speedruns gibt es immer Fehler. Und ja. Ich bin dann auch so jemand, wenn er einen Fehler gemacht hat, dann macht er ganz viele weitere, ja. Dann denkt er sich, okay, es ist ja eh nicht perfekt und dann muss ich jetzt auch nicht so wahnsinnig aufpassen. Aber genau das ist ja das, was man bei Speedruns eher nicht machen sollte. Sondern dann sagen sollte, hey gut, jetzt ist der Fehler passiert, aber jetzt versuche ich ordentlich zu spielen. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass kleine Fehler eben so schnell passieren, muss man diese Mentalität einfach haben, damit man ordentlich weiterkommt. Ich denke, das ist irgendwo verständlich. So, hier gibt es jetzt sogar drei Items. Oh, der Spring Ball. Interessant. Den nehme ich natürlich gern mit. Schon wieder ein großes Item. Hier direkt am Anfang von Norfair. Diesmal auch an einem Spot, wo man es normalerweise im Spiel nicht erwartet. Da oben eine Powerbombe. Das hat man schon gesehen. Und hier links gibt es... Ein Reserve Tank wahrscheinlich? Nee, ein Ice Beam. Wow, okay. Jetzt werden wir echt mit großen Items zugeschüttet. Das ist wahrscheinlich tatsächlich der Easy Mode, ja, wo du dann hinkommst und selbst an solchen Spots hier
in denen du normalerweise im normalen Randomizer nur ein Item bekommen würdest, hier sogar zwei bekommst, also sogar freundlicher als im normalen Randomizer. Dementsprechend würde ich fast sagen, bis auf die Anfangsschwierigkeiten ist dieser Randomizer hier im Easy-Mode tatsächlich sogar einfacher, was die großen Items betrifft, als... Mist, schon wieder vergessen. Das passiert mir so oft. Es tut mir leid. Aber so funktioniert es dann ja auch. Ja, also dass man nur am Anfang wirklich eine große Schwierigkeit hat, die ersten paar Meter, und dann merkt man, okay, ich werde mit Items auch mit großen überschüttet und irgendwie die Reserve Tanks kommen auch gar nicht, also was soll's, läuft ja alles. Was zum Geier war das? Okay, da war ein durchaus... Was? Wieso läuft das jetzt mit... Was war das? Okay. Also irgendwas ist da durchaus gebuggt gerade. Ich habe die Aufnahme jetzt noch ein paar Mal überprüft. Ich weiß nicht, was das war. Es funktioniert aber noch. Das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich mir denke, solltest du jetzt Pause machen? Oder solltest du das nicht tun? Weil wenn jetzt tatsächlich die Aufnahme verbuggt ist, dann beiß ich mir den Arsch. Aber naja, gut, kann man nichts machen. Oh nee, das ist immer wieder sowas, was man nicht haben will. Wenn man den guten Kollegen da eingefroren hat, weil dann blockt er einem immer die Schüsse weg. Das muss eigentlich nicht sein. So, was haben wir hier? Eine Supermissile.